Ja, hoi, meine tippenden Freunde von heute. Willkommen zum 18. Tag dieser Fußball-EM 2016 in Frankreich. Ein kurzes Update darüber, was jetzt ansteht und wie das Tippspiel weitergeht. Bitte aufpassen, aber bevor wir dahin gehen, erstmal auf die Spiele von gestern. Gestern spielten Italien gegen Spanien und England gegen Island. Fangen wir mit Italien gegen Spanien an, denn das ist für Deutschland wichtig. Italien gegen Spanien endete mit 2:0 für Italien. Bedeutet, Deutschland trifft auf Italien, was natürlich sehr hitzig werden wird, denn Deutschland hat gegen Italien in einer EM noch nie gewonnen. Ebenfalls auch nicht in einer WM. Aber das spielt nicht zur Sache, wir sind hier in der EM. Auf jeden Fall haben die Deutschen noch nicht gegen Italien gewonnen und ich freue mich auf das Spiel. Wenn die Deutschen so spielen, wie sie am Sonntag gespielt haben, dann könnte es auf jeden Fall sehr interessant werden. Und wenn die Italiener auch gut spielen, dann freue ich mich auf eine richtig gute Partie. Und ich hoffe natürlich, dass Deutschland gewinnt, aber man kann es ja nicht vorhersehen. Dann gibt es noch England gegen Island. Und bevor wir auf die Partie gehen, hier noch ein kleiner Witz. Na, wie ist England ausgeschieden? Nicht durch Elfmeterschießen. Die Isländer haben schon vorher rausgekickt, denn Island gewinnt mit 1:2. Ein bisschen überraschend, denn ich hätte nicht gedacht, dass Island als Neuling und als ich nenne es mal wirklich uneinsehbarer, also nicht, na, es ist nicht uneinsehbar, aber man kann nicht, ich weiß nicht, Island ist wie so eine Box, wo du nicht weißt, was da drin ist und irgendwie kommt was Gutes raus, was heißt gut, aber für die Isländer gut. Die Isländer sind momentan echt unglaublich stark unterwegs und haben nun als Gegner Frankreich. Und ich muss zugeben, wenn die Isländer wirklich so weiterspielen, dann sage ich mal, tschüss Frankreich, tschüss Deutschland. Und dann halt, auf wen sie im Finale treffen. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen hochgepokert, aber wer weiß, wer weiß. Also Island ist weiter und Italien sind weiter. Damit aktualisieren wir einmal kurz die Tabelle, das geht einmal. Und dann sehen wir, wer da halt oben ist. Gut, dann zum Update des Gewinnspiels. Ihr seht unten in der Tabelle ein letztes Mal ein Update. Danach seht ihr nur noch die Namen und Striche und ihr seht auch keine Platzierung, also ihr seht nur halt die Striche. Wenn nicht, ihr seht nur die Namen und die Striche. Und halt, wo die Platzierung seht ihr einfach ein X, weil unbekannt, ne? Weil wenn da jemand oben steht jetzt in der Tabelle, dann heißt es nicht, dass er Erste ist, also da braucht ihr euch nicht wundern. Heißt also, beziehungsweise jetzt in diesem Video seht ihr noch die Tabelle ordentlich, aber in den nächsten Videos seht ihr die halt anders. Und ja, ihr könnt es euch zwar selber ausrechnen, aber jetzt mache ich damit das Tippspiel ein bisschen spannender. Das bedeutet also, die Tabelle unten in der Beschreibung wird keine Aktualisierung mehr bekommen. Die wird einfach ja, stumm geblendet. Heißt also, sie ist da, aber ne? Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, schaltet auch ein, wenn es dann im Viertelfinale weitergeht, denn das beginnt schon Donnerstag. Donnerstag kommt das Video. Wenn wir momentan noch einmal überlegen, ob ich für alle vier Spiele direkt ein Video mache oder einfach jeden Tag eins. Da bin ich noch ein bisschen überlegen. Auf jeden Fall schaltet dann auch wieder ein, wenn ihr tippen wollt. Es geht wieder, man kann bis zu 9 Punkten kriegen halt. 3 für den richtigen Tipp. Nach 90 Minuten, nach Verlängerung nochmal 3 Punkte und natürlich nach Elfmeterschießen 3 Punkte. Immer alles schon aufschreiben. Das haben viele irgendwie nicht gemacht. Es ist wirklich gut gemeint. Also wenn ihr halt schreibt Elfmeterschießen so und so, dann schreibt am besten auch den Tipp davor. Denn ansonsten zählt das nicht. Also jeder Tipp, der nicht gegeben ist, wird auch nicht gegeltet, damit ihr Bescheid wisst. Deswegen, ja, würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag erstmal, wenn es da weitergeht. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis dahin, schönen Tag noch, ne, eine schöne EM-Pause mal wieder. Nach 3 Tagen ist es mal wieder soweit. Dann haben wir jetzt wieder 2 Tage Pause. Ja, und bis dahin, ne? Masala Vista, Baby.